Es ist mir unbegreiflich. Weiß nicht. Das Hammer. Naja, gut. Okay, es passiert halt. Wenn man nicht aufpasst, es ist halt immer noch Dark Souls, wenn man unachtsam ist. Das ist wahrscheinlich auch der Fehler. Da hat sich so eine Routine eingeschlichen. So, ja, ist ja alles easy going und hat man ja schon keine Ahnung, wie oft gemacht den Gegner. Ja, man passt nicht auf und zack ist es passiert. Wow. Wow. Na gut. Ist halt so. Ach, wieder durch diesen Hollows-Raum durch. Oh, ich hasse die. Ich hasse diese Typen einfach. Wie die Pest. Die mit ihren Rapieren. Ach Gott. Schrecklich. Einfach schrecklich. Vor allem, was für ein Damage die machen mit den Rapieren. Wenn man mit dem Rapier wirklich mal so ein Damage machen würde, ja? Oder könnte, ne? Dann wäre das ja in Ordnung, aber kann man ja nicht. Ohohohohoho. Da war jetzt aber Risiko. Ja gut, das ist sowieso nur so ein zerbrochenes Schwert oder so ein zerbrochener Schwertgriff oder was auch immer. Weil ich unbedingt den Tail cutten wollte. Ich benutze die Waffe überhaupt nicht, aber irgendwie ist es Gewohnheit, dass man sagt, nee, man cuttet den Tail, das muss halt. Muss halt. So, hier ist dann das Zeichen von Lautrec, dass man ihn beschwören kann. Dann machen wir das jetzt einfach mal. Hat mit seiner Quest nichts zu tun, ändert nichts daran, aber gut, dann machen wir das halt mal. Und dann noch so leer dazu. Das ist echt das Hammer. Hammer. Und der macht auch mit diesen beiden Waffen, mit dem Schotels, macht der so krassen Damage. Ich weiß, ich habe das Schotel schon mal benutzt. Ich weiß nicht, wo der den Damage hernimmt. Keine Ahnung. So, okay. Erstmal hier unseren Scheiß aufsammeln. So, da haben wir den Tail. Okay, dann kümmern die sich um den. Gehen dann schon mal zum zweiten hier. Es ist schon weitaus einfacher mit den beiden. Das muss man ganz ehrlich sagen. Ja, und die machen den halt auch einfach krass weg, wie man gesehen hat jetzt, ne? Wow, super. So, vielleicht haben wir Glück, wir bekommen noch eine Waffe. Na, ich glaube nicht, weil den Helm oder so. Es sieht nicht so aus. Nein. Okay, und die Sunlight Medal, die bekommen wir halt, weil Solaire uns geholfen hat. Und das ist bei jedem Kampf, wo man ihn beschwören kann, wenn er denn überlebt, dann gibt es dort halt einmal eine Sunlight Medal. Und die brauchen wir später. Ich meine, es wären 10 Stück. Die brauchen wir später, um den Great Lightning Spear zu holen. Und desto mehr wir durch diese Quest oder durch diese Summons bekommen, desto weniger davon müssen wir später farmen. Also sehr angenehm für uns. Jo, das heißt, wir müssen dann jetzt gleich... Bomben kaufen. Auf jeden Fall Feuerbomben kaufen. Ich gehe nicht ohne Feuerbomben darunter. Gar nichts. Feuerbomben. Ja, das ist wieder die Frage. Pfeil ist jetzt wieder so eine Sache. Wir können den Bogen noch nicht benutzen. Greetings. I am Oswald of Kerry. The path. No dearest. To life. Yet magnanimous are the gods. Cometh thou to confess, or to accuse? For indeed all sin is my domain. Ja, hier kann man eben bei Request Absolution, wenn ihr zum Beispiel einen Covenant gebrochen habt oder ihr habt einen NPC
getötet, dann könnt ihr bei ihm hier gegen entsprechend Seelen eure Sünden vergeben lassen und dann ist wieder alles gut. So, was hat er denn? Er hat jetzt hier Hornbad Bones, aber wir brauchen davon an für sich nichts. Velkas Talisman, die Ringe, ja, Pershing Stone, wir brauchen hier an für sich nichts von. Auch Hornbad Bones brauchen wir jetzt an für sich auch nicht. Können wir aber später brauchen. Dann können wir aber immer noch welche kaufen. Okay, wir brauchen jetzt gerade nichts. Alter, diese Lachen von den NPCs in dem Spiel hier. Das ist ein Hammer. Hammer. Alles klar. Was wir brauchen, sind halt, wie gesagt, Bomben, Feuerbomben. Ohne Feuerbomben gehe ich nicht darunter zu den Sewern und so. Außerdem können wir uns da mit den Capra Demon super einfach machen. Ohne dieses nervige, diesen nervigen Kampf auf engstem Raum mit den zwei Hunden dabei. Ja, da würde ich sagen, gehen wir jetzt zu dem Händler, holen uns entsprechend die Feuerbomben. Ach Mann, habe ich wieder nicht aufgepasst. Egal. Egal. Tja, jetzt haben wir extra Rüstung gekauft gehabt, Rüstung gesammelt. Und was ist, ich benutze Claymore aufgewertet und jetzt benutze ich das hier. Es ist schon interessant, ne? Aber es ist halt auch wieder ein Zeichen dafür, man muss halt kein besonderes Equip haben, um Dark Souls zu schaffen. Es gibt Equip, das erleichtert einem die Sache, definitiv. Aber man ist halt nicht darauf angewiesen, so, oh nein, bevor ich jetzt weiterkomme, brauche ich erstmal das bessere Equip, brauche ich eine bessere Waffe oder so. Das ist halt auch das Schöne bei dem Spiel hier, dass das so gar nicht ist. So, dann gehen wir von hier die Brücke runter, gehen da zu dem Händler. Uppala. Na gut. Und dann können wir von dort tatsächlich direkt weitermachen. Stimmt, weil von dort können wir dann, können wir dann da runter zum Capra Demon in die Ecke. So, jetzt müsste, glaube ich, sowieso erstmal der Drache wieder kommen. Der Helka, ja, da ist er. Und ich weiß, ja, es ist kein Drache, es ist eine Wiefer. Abkürzung aufgemacht hatten wir? Hatten wir, okay. So, dann nehmen wir uns mal eben hier das Bonfire. Sonst hat man hier, glaube ich, alles, was von Belang war. Ja, hat man alles hier. Okay, wir haben genug Seelen. Oh, there you are. Still keeping your marbles all together? Then go ahead, don't be a nitwit. Never hurts to splurge when your days are numbered. Feuerbomben. Wir könnten wahrscheinlich tatsächlich auf 99 gehen. Ich glaube, das machen wir sogar. Ich meine, so viele werden wir nicht brauchen. Aber wisst, ja, wisst ihr, was haben wir? Was haben wir? Das haben wir. Hier nehmen wir auch mal eben kurz 6 Stück mit, dass wir auf 10 sind. Den brauchen wir nicht, aber ist egal. Wir nehmen den trotzdem mal mit. Repair Powder brauchen wir nicht. Eine Repair Box, das können wir alles billiger kaufen. Ich wäre noch überlegen, vielleicht ein Reinforced Club. Ein Shortbow, den könnten wir, glaube ich, sogar...
Ja, den könnten wir sogar benutzen. Brauchen wir im Moment auch nicht, aber wir könnten da dann immerhin benutzen. Ach komm, wir nehmen da einfach mal. Nehmen wir auch sofort mal ein paar Pfeile, nehmen wir ein paar Standard. Wie viel machen wir denn mal? 250? Ja? Ja, komm. So, 250 reicht. Erstmal den Schlüssel hatten wir ja gekauft, ja. Hier hatten wir auch die Hose gekauft, die wir nicht benutzen. Genau, die Leather Gauntlets. Sind die wohl besser als unsere? Ja, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, gerade. Aber so, was brauchst sonst brauchen wir auch nichts mehr. Thank you kindly. Alles klar, so, also wir haben an für sich alles, was wir brauchen. Das heißt, wir könnten. Ja, wir könnten jetzt direkt durchlaufen für sich. Okay, das machen wir auch erstmal. Oh, da muss ich auch gucken. Dran denken, normaler Playthrough, also oberen Bereich von Blighttown mitnehmen, was ich normalerweise überhaupt nicht mehr mache. Seit ich weiß, dass man das nicht machen braucht, mache ich das auch nicht mehr. Oh, da kommt Feuer, da kommt Feuer, da kommt Feuer. Aber nicht bis zu uns. Auch ein Glück. Holla. Gut. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Okay, dann machen wir jetzt zuerst die Abkürzung auf, die zu dem Bonfire führt, was wir gerade benutzt haben, was unter der Brücke ist. Und ja, dann begeben wir uns in Richtung Capra Demon. Oh, mir fällt gerade ein, alle NPC-Questlines, das wird hart. Weil Logan, der Zauberer, die Questreihe würde heißen, dass wir. Okay, das war einer. Ach, hör auf. Echt jetzt? So. Dass wir alle seine Zauber kaufen müssen. Und das kostet richtig viel. Sehr schön. Der ist auch verreckt. Okay. Oh, das wird. Somebody, anybody, help me. Unlock the door. Damn. I'm finished. How did this ever happen? Das wird hart. Diese Tür könnt ihr übrigens nur mit dem Residence Key öffnen. Da hilft kein Master Key. Diese Tür geht nur mit dem Residence Key auf. Und da ist so ein Zauberertyp, NPC. Brilliant. You opened the door for me. Thank you. I'm saved. I thought I might never escape. I am Griggs of Vindheim, a sorcerer of the school. I am much obliged for your assistance. Thanks to you, I may now resume my travels. So, das sammeln wir auch mal ein hier. Oh, hello. I'm fine. I will rest a while, then return to Firelink Shrine. I have my sorcery. And I will be more cautious next time. Besides, I have an important task at hand. Ja, das wird dann später ein Händler tatsächlich. So, ich mag tatsächlich, ehrlich gesagt, hier diese Sorcerer-Outfits. Von der Optik. Ich weiß nicht warum, aber die gefallen mir echt total gut. Was wäre denn, wenn wir jetzt hier die Elite Knights dazu nehmen würden? Und die Elite Knight dazu nehmen würden? Ja, ist immer noch eine gute Rolle und. Ja, kann man tragen. Kann man tragen. Ah, er kommt. Kommt. Ich habe zwar echt Bedenken, was diese hier angeht. Diese scheiß Fackelhollows. Natürlich, in dem Moment habe ich den Schild auch weggenommen. Ich bin doch so doof, ey. Jetzt komm halt da raus. Die Sache ist eben, die können so übelst krassen Damage fahren. Wenn wir in die Combo von denen reingeraten, dann sind wir am Arsch. Okay. Das ist sehr angenehm. Sehr schön. Na gut. Twin Humanities ist es, glaube ich, aber auch wert. Ganz ehrlich, kann man nichts verkehrt machen. So. Gut, dann kommen jetzt hier die zwei Hinterhalte. Die machen uns aber natürlich auch wieder so einfach wie nur möglich. Ich bin mir jetzt nicht sicher mit der Waffe, die wir hier haben.
Ob die von der Range her reicht? Sie reicht. Ja, es gibt Waffen, die sind halt einfach zu kurz. Da hilft kein Sprungangriff. Wunderbar. Was gedroppt? Hat einer von denen was gedroppt? Nein. Nein, nein. Da ist der Mailbreaker drin. Lohnt sich nicht. Also wirklich, lasst es. Sammelt das Ding gar nicht erst auf. Es bringt nichts. Das ist, glaube ich, so ziemlich die schlechteste Waffe im Spiel. Abgesehen vielleicht vom zerbrochenen Schwert, sowas halt. Aber ansonsten dürfte es so ziemlich die schlechteste Waffe im Spiel sein. Es lohnt sich einfach nicht. Es lohnt sich einfach hinten und vorne nicht. Na komm, die Stelle machen wir eben noch hier. Okay, mal gucken, ob wir das jetzt noch hinbekommen, so. Nein, natürlich nicht mehr. Es ist dann zu lange her einfach. Jawohl, getroffen. Sehr schön, da haben wir den schon mal down. Ja, in jedem dieser Hüttchen hier, da sitzen nämlich wieder solche Holo-Thieves drin, die nur darauf warten, dass ihr die triggert. Und auf diese Art und Weise, mit dieser Möglichkeit, kann man die halt wunderbar killen, ohne dass sie getriggert werden. Super. Superb. Jetzt noch den Hundi. Wunderbar. So, das hier nehmen wir mit. Das ist nämlich das Diebes-Equip. Das ist sehr gut. Erstmal dann später gegen Toxic. Okay, die haben auch nichts gedroppt. Hier ist eine kleine Seele. Die nehmen wir auch mit. Oh, mit dem Bogen haben wir dann aber nur noch eine Mitroll. Gut. Und da ist der Capra Demon. Aber den machen wir nicht mehr jetzt. Den machen wir dann im nächsten Part. Und ich sag jetzt mal, danke fürs Einschalten, danke fürs Zuschauen, danke fürs Dranbleiben und hoffentlich sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao!